Wir freuen uns, dass ihr hier seid. So sieht's aus. Und Chesney haben wir heute als Gast hier. Chesney, der ist DJ und Produzent und hat auch ein Plattenlabel mitbegründet. Genau, und Chesney spielt wirklich eine ganze Palette. Er spielt nämlich Disco, Funk, Jazz, Soul, Boogie, Rare Groove, House, Global Sounds, Brazil und Artverwandtes in ganz Europa und auch Kanada und Hongkong. Und jetzt kommt er auf die Bühne. Ein Applaus bitte für Chesney. Genau, take a seat. Ja, Chesney, cool, dass du da bist. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar, wie bist du zum Disco gekommen? Da muss ich ein bisschen, hallo erstmal, vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin aufgewachsen an der Küste im Norden, Hansestadt Greifswald, gebürtig. Da war ja zu der Zeit noch alles ein bisschen eingeschränkt mit Musik. Fing es irgendwie an im Jugendalter mit Hip-Hop und auch so Punk habe ich angerissen, irgendwann elektronische Musik. Und als ich dann hierher gekommen bin, das war 95, da habe ich dann so die ersten Clubs besucht, wirklich. Obwohl vorher war ich schon kurz in Berlin, aber hier dann. Und dann fing es an, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo kommen denn hier die ganzen Samples her? Ne, aus dem Hip-Hop, aus der Hausmusik. Und ja, dann fing ich an, mich auf der Suche zu machen. Und ich würde mal sagen, das war für mich so dann die Geburtsstunde. Ja, und welche Rolle haben da vielleicht auch so Peer-Groups oder so sonstige Sozialisation gespielt? Also kannst Freundeskreis, Szenen, in denen du unterwegs warst? Ja, also es gab hier natürlich, als ich wie schon gesagt hierher gekommen bin, gab es ein paar wichtige Institutionen, ne, jetzt hier in Dortmund auch. Den Club Trinidad und in Essen die Rote Liebe wahrscheinlich. Richtig, genau. Trinidad haben wir uns kennengelernt, haben wir sogar das erste Mal zusammen aufgelegt vor vielen Jahren. Vor, ja, 80 oder so. Aber, ja. Genau, Essen gab es die Rote Liebe, Bochum das Planet, Köln gab es ein paar Läden, Düsseldorf. Mhm. Habe ich alles so nach und nach irgendwie, ich war jung, durstig, hungrig, wie auch immer man sagen möchte. Eine gute Mischung. Genau. Ja. Und was würdest du sagen, Disco, was transportiert diese Musik für dich? Was ist das für ein Feeling? Ich würde sagen, grundsätzlich ist es irgendwie alles immer sehr fröhlich. Mhm. Ja, so eine, auch eine gewisse Leichtigkeit. Freude, Spaß, mhm. Ne? Also nicht so die negativen Sachen, sondern wirklich eher so die positiven Sachen und so eine lebensbejahendes, ne, transportiert das für mich. Finde ich gut. Ja. Ja, interessant wird das ja auch, dass dahinter ja auch so eine vielleicht nachdenkliche oder tragische Seite hinter der Musik ja auch steht, auch in der Historie, dass es ja auch so eine Fröhlichkeit, Leichtigkeit hat, trotz der widrigen Umstände. Also so, das macht vielleicht ja auch Disco aus. Und wenn wir uns jetzt die Historie so anschauen, wie hat sich Disco entwickelt? Vielleicht kannst du uns da so ein paar Sachen, ein paar Eckdaten nennen, ein paar Anekdoten oder was auch immer. Ja, ich glaube, was mir spontan einfällt, klar, es kommt aus viel Schmerz natürlich auch. Ich glaube, da muss man im Zoll anfangen, ne? Dass die Schwarzen, die Afroamerikaner dann auf den Baumwollfeldern gearbeitet haben. Und ich glaube, so ist ja der Soul entstanden. Ja, also davor dann der Blues und dann der Soul. Oder davor, so, genau, Blues, Soul. Und so hat sich das ja immer weiterentwickelt. Nach dem Soul kam dann der Funk, dann Disco. Ja, und speziell für Disco auch wichtig halt Motown Soul. Ja. Und Philly Soul. Was kannst du uns dazu sagen? Was macht den aus? Was macht den kompatibel zu Disco? Oder was sind da so Vorläufer? Ja, ich würde sagen, das ist natürlich auch mit, gehört mit zur Geburtsstunde. Ne? Motown, Detroit. Motown-Label, für die es nicht genau, kennen. Ja. Das Label. Richtig, genau, mit vielen bekannten Musikern, die da ja drauf veröffentlicht haben. Ne? Stevie Wonder, Temptations. Und was für einen Sound hatten die, der dann
zu Disco überleitet. Was ist da das Besondere dran? Oder auch an Philadelphia Soul, Philly Soul? Du meinst dann diesen Viervierteltakt oder was? Oder der dann schon kam? Oder diese Drums, ne? Da war, die hatten ja im Philly Soul ja spezielle Drums. Ich glaube, Earl Young heißt der, glaube ich, der so dieser, einer der bekanntesten Drummer, glaube ich, da war. Ich glaube, das ist dann schon so in diesem geraden Rhythmus gegangen, ne? Ja, und auch Bläsersektionen etc., also diese ganzen fetten Sound. Richtig, also ne, Motown, die hatten ja eine eigene Band, glaube ich auch, ne? Die dann irgendwie alles eingespielt haben für die ganzen Künstler. Genau, alles, vieles sehr orchestral. Ne? Also und tanzbar, also Soul tanzbar. Kann ja auch eine Soul-Ballade sein und gibt aber auch Sachen, die richtig abgehen. Genau. Ja, also spätestens dann, wenn wir dann in den Funk rübergehen, ist es schon alles sehr, ja, teilweise auch roh und fordernd und was zum Tanzen. So würde ich es auch sehen. Du hattest gerade den Soul erwähnt. Es gibt ja danach, also nach dem Soul kommt ja dann eher so diese Underground-Disco-Bewegung. Da wollte ich einmal fragen, wie war denn da so die Entwicklung? Also kannst du das nochmal kurz erläutern, wie es von dem einen zum anderen gekommen ist? Was du meinst, wahrscheinlich so diese Ausgrenzung, ne? Zum Beispiel, ja. Genau, ne? Also wie schon gesagt, wie die Schwarzen ja dann auf den Baumwollfeldern arbeiten mussten, ne? Die hatten es ja nicht einfach, heutzutage ist ja bis heute immer noch nicht einfach für viele Minderheiten, ne? Und ja, die wurden ausgegrenzt und haben sich dann einfach eigene Orte, eigene Plätze geschaffen, wo die sich getroffen haben, wo getanzt wurde, gesungen wurde, musiziert wurde. Ne? Und ich denke, so ist dann irgendwie auch eine eigene Musik entstanden, ne? Im schwarzen Bereich, ja, ne? Ja, also wenn wir jetzt von marginalisierten Gruppen sprechen, sind das dann nur Schwarz- oder BPOC-Menschen, die da marginalisiert werden? Oder gibt es vielleicht auch andere marginalisierte Gruppen, die sich auch in dieser Musik wiedererkannt haben und sich das so ein bisschen zu eigen gemacht haben? Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall die Afroamerikaner, aber auch Lateinamerikaner. Das sind so die jetzt mir hauptsächlich einfallen. Ja. Wie ist das mit der homosexuellen Szene? Ich meine, dass die... Die gehören natürlich auch dazu. Ja. Die wurden natürlich auch ausgeschlossen. Und also diese ganze Gruppe an Leuten, die haben sich natürlich den eigenen Raum geschaffen. Ne? Mhm. Und wichtig ist, glaube ich, auch der Raum, diesen Raum zu haben. Heute spricht man ja auch davon von Safe Spaces, ja. In dem die einfach sein konnten oder sein können, wie sie es woanders nicht konnten können. Und da kommt der Ort Disco auch ins Spiel. Der Begriff Disco, der geht zurück auch ja, auf Diskothek, den französischen Begriff. In den 50er Jahren wurde das von der Bohème dort benutzt. Dort wurden dann alte Swingplatten aus Amerika gehört. Ja, auch wie kurz vorher im Nazi-Deutschland die Swing-Jugend heimlich dann Uptempo-Jazz und ja, Swing-Nummern gehört haben, also auch eine Musik des Widerstands. Und manche Historiker sehen die Entwicklung von Disco auch verknüpft mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also dann auch mit der afroamerikanischen, lateinamerikanischen Kultur, aber auch über die marginalisierten schwulen Gruppen in Amerika, die sich diese Musik zu eigen gemacht haben, weiterentwickelt haben, um einen Ort zu schaffen, wo sie sein können, wo sie tanzen können. Also sich ausleben können, genau, Party feiern können, weil die teilweise woanders nirgendwo hingehen konnten, ne, nicht akzeptiert wurden. Und wir sind jetzt, wenn man das jetzt so von den Jahren betrachtet, vielleicht in den frühen 70ern, Mitte der 70ern, also noch vor dem großen Disco-Hype. Oh, wann kann man so sagen, war die erste Disco-Nummer, Disco-Scheibe, die so genuin als eine solche bezeichnet wird? Ich würde sagen Mitte der 70er, ne? 75, 76, also 76 gab es dann die erste Maxi, laut die den Geschichtsbüchern. Die hast du auch dabei? Denn die habe ich zufällig heute dabei, das ist rein zufällig. Wir wollen heute auch ein bisschen mehr Musik als sonst hören. Und ich würde mal vorschlagen, give it a spin, lass uns nochmal ranhören. Was ist denn das für ein Tune, damit wir wissen? Also die Band heißt Double Exposure und der Track heißt 10%. Maßgeblich soll ja Tom Moulton, Walter Gibbons, weiß nicht, ob die jemand schon mal gehört hat, soll dafür verantwortlich sein, dass die denn hier eben diese 12-Inch, ne, vorher,
Vorher gab es ja nur Alben oder 7-Inch und das soll angeblich die erste Maxi sein von 1976. So, dann spielen wir das mal an. Dann haben wir gleich einen kleinen Eindruck, wie das damals wohl war. Schon dieser Viervierteltakt, ne? Zeitlos, finde ich. Auch oft gesampelt, die Stelle, genau diese, ne? Diese Stelle wurde auch ganz oft gesampelt, genau diese jetzt. Hierbei ist halt, bei der 12-Inch ist der Sound eigentlich viel fetter. Ne? Vorher gab es ja nur die 7-Inch, sehr klein, schmale Rillen und hier hat man halt breite Rillen. Die Nadel kann tief greifen und man hat einen fetten Sound. Ja, und es gab ein langes Intro, ne? Aber da kommen wir hinterher nochmal zu, wenn es um Mixing und sowas geht. Das war natürlich auch der Sinn des Ganzen. Ne? Und nochmal zur Anknüpfung zu Soul, das ist schon eine relativ soulvolle Nummer, finde ich. Ne? Das ist mit, sehr soulful? Mit den Background-Chören. Das heißt Soul. Ja? Genau, sehr soulful, auf jeden Fall. Das ist das Label? Das ist das Label, genau. Eine Mischung wohl aus Salsa und Soul. Sind die dann aus dem lateinamerikanischen Ursprung gekommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Cell Soul, das die Ona Frage, oder... Wo der ursprüngliche... Aber es ist halt ein amerikanisches Label, aber ob derjenige, der die Idee hatte... Latinoamerikanische... Genau, ob der, das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Okay, wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht weiß das der Steven, weißt du das? Wo die? Steven ist auch ein Disco-Kenner, der im Publikum, den ich erkannt habe. Weißt du, wo Cell Soul herkommt? Okay. Schade. Janis, hier irgendjemand? Kai? Okay. Man kennt sich hier. Also wenn ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr gerne helfen. Sophie, du wolltest was fragen? Ja, mir ist noch gerade eingefallen, weil meinst du ja, das ist die allererste Platte gewesen, ne? Maxi. Die erste Maxi, genau. Genau. Mhm. Was glaubst du denn, warum gerade hat man nicht andere Musik genommen? Also, ja, also die DJs damals, die dann die Musik aufgelegt haben, die hatten dann entweder, wie gesagt, vom Album gespielt oder es gab wohl so ein paar ganz pfiffige DJs, die haben dann einfach 7-Inches genommen und haben die manchmal gedoppelt, um dann halt eine längere Nummer zu haben, weil die 7-Inch hat ja irgendwie 3,5 Minuten und das ist ja, also das geht so schnell rum, die Zeit und... Manche Leute, die hätten sich dann schon gerne gewünscht, dass die Nummer länger ist. Und da kam dann jemand auf die Idee, die Platten gepresst haben, einfach mal zu fragen, ob man nicht einfach auch mal das auf das Albumformat, ne, das zu pressen. Und der Sound ist einfach besser, die Nummer ist länger, ne, man hat viel mehr Möglichkeiten. Und du hast halt die Instrumentalpassagen verlängert, ne? Was vorher händisch oder auch danach noch händisch gemacht worden ist, bis heute Beat-Juggling. Wer Hip-Hop kennt, weiß, dass das da ein Stilelement ist für DJs. Also nimmst halt zum Beispiel 30 Sekunden von der Nummer, wo halt gerade irgendwie so eine Bridge ist, wo gerade eine coole perkussive Part ist und spielst den halt wie im Loop, halt, aber halt von zwei Platten, so immer hintereinander. Das kannst du halt dann so verlängern, weil das waren auf dem Dancefloor die beliebtesten Passagen hier immer, ja, weil es da halt so ein bisschen mehr zur Sache geht.
Und das dann halt verlängert sozusagen ohne Beat-Juggling auf eine Maxi. Genau, man hat mehr Möglichkeiten eben, ne? Instrumente, Halbparts teilweise, manchmal hast du noch A Cappellas drauf, ne? Und der DJ hat dann mehr Möglichkeiten auch gehabt und die Platte lief dann länger. Ist wahrscheinlich auch nicht so sehr ins Schwitzen gekommen, ne? Wie gesagt, nach 3,5 auch Minuten richtig. Ständig. Das kann ganz schön harte Arbeit sein, die ganze Zeit mit 7-Inches so einen Arm zu gestalten. Ja, aber ich wollte auch noch fragen, also warum glaubst du, hat man genau diese Musik ausgewählt für die erste Maxi? So, was macht das aus? Ich glaube, das war einfach in der Zeit. Mhm. Ne? Also es war jetzt halt in New York, die Leute, vielleicht hätte es auch woanders zu der Zeit passieren können, weil, wie Steffen ja gerade schon sagte, in Frankreich gab es auch schon Disco-Musik zu der Zeit oder in Italien oder überall auf der Welt. Und warum jetzt ausgerechnet da jemand diese Blitzidee hatte, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja, manchmal kommt es ja auch irgendwie zusammen und dann nimmt man das, was gerade irgendwie richtig gefeiert wird und dann macht man einfach. Also ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, warum das in Amerika passiert ist. Das auf jeden Fall. Mhm. Warum es genau dieses Stück ist, das war, glaube ich, deine Frage. Ich glaube, da gibt es, weiß ich nicht, gibt es keine Antwort drauf. Oder ist da jetzt eine bestimmte Message drin, die ich jetzt nicht weiß, die total wichtig ist für die Gesellschaft damals, für 76? Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Also ob es jetzt gerade die Band war, die gerade... Weil ansonsten, dass das halt in Amerika passiert ist oder so groß geworden ist, sagen wir mal so, hat, glaube ich, auch damit was zu tun, dass die Bürgerrechtsbewegung so stark am Start war und dass die so die Frühform von Disco auch mitgenommen haben und gepusht haben. Die haben nicht nur Hippie-Musik gehört, sondern halt auch solche Sounds. Nicht nur Rockmusik. Und nicht nur Rockmusik. Das ist jetzt kein Disc gegen Rockmusik, sondern... Nur eine Ergänzung, dass es halt auch solche Sounds gab, die wichtig waren halt für die Community, für die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Siehe später die Stonewall Riots, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also aus dem liberalen Umfeld der späten 60er, frühen 70er ist das halt in Amerika so entstanden. Insofern glaube ich, dass es auch nur da so in dem Maße losgegangen sein kann. Ja, und viele der Stücke, die ja auch so eine Empowerment-Message haben oder auch für Frauen und für marginalisierte Gruppen, über die wir gesprochen haben, textlich kämpfen, das ist halt so ein Entwicklungsstrang. Zum Beispiel Disco aus San Francisco, der sogenannte San Francisco-Sound, wo ich gerade von Hippies geredet habe, oder auch, und jetzt kommen wir auf das, was ich gerade kurz angeschnitten habe, auf die Gay-Culture, also auf die schwule Kultur, die in San Francisco auch sehr ausgeprägt war und auch ist. Einer der wichtigen Künstler damals, Sylvester. Genau. Produziert von Patrick Coley. Genau, und auf der Bühne auch sehr markant im Auftreten, so als nicht binärer Charakter oder auch als Trans. Ich weiß gar nicht, ob Sylvester als Trans-Mensch gilt. Es gibt auch diesen Entwicklungsstrang halt in Amerika, weshalb es nur da vielleicht entstanden sein kann, wie Moody Man auch auf dem Track America ja vielleicht auch anspricht. So ein bisschen für die Insider. Aber Rockmusik gibt es ja auch. Es gibt auch einen Einfluss von Rockmusik auf Disco. Wie ist der? Wie siehst du den? Der wird vielleicht nicht so häufig diskutiert. Hattest du so ein paar Namen vorhin am Start? Ja, aber das bezog sich dann mehr... Wo ich dachte mehr so auf Disco-Punk. Ne? Disco-Punk, das, okay. Das ist dann später, da kommen wir auch noch zu. Ja, richtig, genau. Ne? Und die Gay-Culture, was kannst du uns dazu sagen? Und Disco? Ja, das waren ja genau eben die Leute, die halt ausgegrenzt wurden, sich die eigenen Orte geschafft haben, wo dann zum Beispiel, wenn man New York nimmt, ne, eigene Clubs gemacht haben, ne, dann Paradise Garage, Gallery oder The Loft durch David Mancuso, was dann da entstanden ist. Da sind ja eben diese Leute halt alle hingegangen, ne, was wir gerade besprochen haben. Und das war, bevor Disco seinen Hype hatte. Also Disco war eigentlich eine schwarze oder latein US-amerikanische Gay-Diaspora-Schmelztiegel-Sache. Das muss man vielleicht mal festhalten, weil das vielleicht nicht allen bewusst ist. Genau, und die Leute, die brauchten einfach auch Orte, ne? Wo man sich trifft, eben, wo man tanzt. Und wo man nicht zusammengeschlagen wird.
Richtig. Ja, irgendwie in anderen Clubs oder erst gar nicht reinkommt. Also wer sich dafür tiefer interessiert, wir wollen jetzt gar nicht so da reingehen, dem kann ich auch nochmal hier dieses Buch empfehlen von Peter Shapiro, Turn the Beat Around, The Secret History of Disco. Da geht es halt auch um genau diesen Gender- und Culture-Aspekt von Disco. Noch mit ein paar Seitenverweisen zu Roller-Disco, Roller-Disco, also Disco als die Musik, die man hört, wenn man auf den Rollschuhen tanzt, auf der Rollerbahn. Ist ja auch schön, finde ich super. Ist super geil, ja. Schade, dass es sowas hier nicht mehr so gibt. Oder gibt es das hier im Revierpark Wischling in Dortmund, gab es mal sowas. Muss man wieder reaktivieren. Muss man wieder reaktivieren. Ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, viele Roller, dass die einfach irgendwo abgerissen wurden wahrscheinlich. Ne? Und in Detroit war das auch eine wichtige Nummer halt. Ne? Also Roller-Disco für die Entwicklung von Musik in Detroit. Und dann später tatsächlich auch für Techno halt. Also sowas steht ja alles drin. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das anpreise. Aber ist halt ein geiles Buch und hat auch ein schönes Design. Außerdem macht hier gerade jemand mal ein Foto, da halte ich das mal in die Kamera. So. Genau, mir ist noch was eingefallen, wo wir über Gay Culture gesprochen haben. Sind damit explizit nur Schwule gemeint, also als männlich gelesene Personen, oder bezieht das die weibliche Community auch mit ein? Würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Also wirklichen, wie gesagt, sei es jetzt von der Hautfarbe her, vom Denken her, ne, von dem Geschlecht. Ja, weil die DJs waren ja meistens dann doch männlich, oder? So ist es mir auch bekannt, dass es überwiegend alles männliche DJs waren irgendwie. Ne? Also es sei denn, Steffen hat noch hier einen Joker in der Tasche. Aber leider nur einen Joker oder Jokerin, um das zu gendern. Okay. Also Sharon White, die Resident war im Sahara Club in New York, und es war ein lesbischer Club und sie selber halt auch lesbisch. Und aber auch später im Studio 54, 45 auflegen durfte. Und in der Paradise Garage und anderen Läden, aber es war auch eher die Ausnahme. Also weibliche DJs im Disco ist ein schwieriges Thema. Ja. Wüsste ich echt nicht. Aber ich glaube auch nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, dass die schwarze Gay-Disco-Culture bewusst Frauen ausgegrenzt hat, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das auch lesbische, als lesbisch gelesene Personen dort integriert waren. Denn der Grundgedanke von Disco ist ja der der Offenheit, dass man come as you are kommen kann zum Tanzen und man offen ist und gemeinsam tanzt, um von etwas zu entfliehen. Und ich glaube nicht, dass da bewusste Ausgrenzung stattgefunden hat, vielleicht unbewusst. Das wäre vielleicht noch zu untersuchen, so als Forschung. Ja. Ja, also ich glaube unbewusst wahrscheinlich ja sogar sehr bestimmt, weil es ja einfach auch patriarchale Strukturen waren, in denen sich diese Disco-Bewegungen bewegt haben, wie sich alle anderen Richtungen auch bewegen. Deswegen würde ich das jetzt mal so schon annehmen, ohne das jetzt zu wissen. Ja, aber vielleicht dort weniger, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil Disco eben versucht ja so diese flachen Hierarchien zu haben. Und Patriarchat, ich glaube, dass viele in den Anfangsdisco-Zeiten eben von diesem Patriarchat, von solchen Machtstrukturen eher weg wollten. Ja, du sagst, es ist in jeder Musikrichtung und überall so, weil die Gesellschaft so ist, das mag sein, das unterschreibe ich sofort, aber halt in Disco sehe ich das zumindest damals nicht so unbedingt. Aber ich weiß es halt auch nicht genau, dass ich sagen könnte, wurden jetzt Frauen unterdrückt, dass sie nicht auflegen dürfen, oder wurden die nicht bestärkt, das zu dürfen? Ja, I don't know. Ist auch eine Frage, warum waren das alles Italo-Amerikaner, die da aufgelegt haben? Die bekanntesten DJs waren alle Italo-Amerikaner. Gibt es dafür einen Grund? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und mir fällt keiner ein. Weißt du einen? Also nein, ich weiß auch keinen. Aber genau, wenn man jetzt so Namen wie David Mancuso nimmt, Nicky Siano, Francis Grasso, aber dafür gibt es auf der anderen Seite dann auch Larry Levan, Frankie Knuckles und so weiter. Das sind denn die Afroamerikaner, würde ich sagen. Ich würde sogar so weit gehen, dass, um nochmal auf die andere Sache zurückzukehren, dass halt
nicht-binäre Menschen oder nicht-binäre Charaktere in Disco sehr willkommen waren und sehr willkommen sind. Und das steht jetzt vielleicht nicht diametral, aber schon einem patriarchalen Bild schon in gewisser Weise gegenüber. Also würde ich jetzt nicht unbedingt den Federhandschuh auf die Disco-Bewegung ziehen, den Gedanken aber nicht verwerfen. Ich glaube, dass Disco da doch ein bisschen feinfühliger zu betrachten ist als männliche Rock-Stereotypen. Also man glaubt nicht, dass man das jetzt 1:1 auf alle Musikrichtungen so übertragen kann, meiner Meinung. Ja, vielleicht kommen wir nochmal hierher zurück. Und zwar ist mir eingefallen, dass wir letztes Mal über brasilianische, also bei dieser Reihe, letztes Mal mit Rosani Reis über brasilianische Musik gesprochen haben. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie du die Verbindung siehst von Disco und Brasil. Brasil hat natürlich auch eine weite Geschichte. Irgendwie in den 60er Jahren gab es da schon tolle Musik. Und später aber auch, als diese, wenn wir jetzt dieses Thema Disco betrachten, gab es ja zum Beispiel Leute, die mittlerweile wieder bekannt sind, so wie Markus Walle. Der ist, ich habe den hier auch mal gesehen live, ist schon ein paar Jahre her, das war super. Und da hat er erzählt, das fand ich interessant, dass er, ich glaube 1980, 81 ist er nach L.A. gegangen, bin ich der Meinung, zu Leonware. Und die haben sich einfach ausgetauscht, haben dann Musik zusammen gemacht. Und da gibt es eine tolle Verbindung. Ich kann mal kurz was anspielen, wenn ihr möchtet. Ja, sehr gerne. Und das finde ich natürlich auch interessant, was die da denn so gemacht haben. Was hören wir denn gleich? Aber du bist noch am Sortieren, deswegen warte ich noch. Geht schnell. Hoffentlich. Moment. Mit einer Hand, in der einen Hand das Mikro, in der anderen Hand. Vielleicht erzähle ich in der Zwischenzeit nochmal. Also ich finde, Brasil und Disco geht ja auch gut zusammen mit dem, was wir letzte Mal gehört haben, mit den Rückzugsorten, die brasilianische Musik angeboten hat, gerade in ihrem Entstehungskontext als Musik, die von ehemaligen Sklaven auch mitgeprägt worden ist. Ja, also in den Kuala Lumpur, ich weiß das brasilianische Wort jetzt gerade nicht mehr, für eine Art kollektiven Rückzugsort, wo getanzt worden ist in der brasilianischen Musik. Und das ist ja schon sehr nah dran an dem, was Disco als Raum, als Ort auch ist. Und auch in diesem, was wir vorhin angesprochen haben, dass man aus so einer, erstmal aus vielleicht so einer Verbindung mit Schmerz oder negativen Erfahrungen kommt und das dann aber umwandelt in so eine fröhlich-optimistische... Exakt, ja. Also der Club als utopischer Ort, genau. Als ein Ort für besseres Leben, auch wenn es nur zeitweise ist oder vielleicht auch gesellschaftliche Auswirkungen haben kann, dann auch ins Real Life, Daily Life hinaus und Gesellschaftsstrukturen verändern kann, eben weil dieser Schmerz ja umgedeutet wird in etwas Positives, als Revelation vielleicht, als Erlösung, wie er auch ganz häufig in der Disco- und Hausmusik auch so benannt wird. Aber jetzt Disco und Brasil. Genau, und jetzt finde ich, wie gesagt, super interessant, diesen Austausch, der dann stattgefunden hat. Ne? Also Markus Walle besucht Leonware. Sitzen im Studio. Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz erklären, wer genau ist Markus Walle und wer genau ist Leonware. Entschuldigung? Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz die beiden Personen erklären. Leonware ist ein Musiker, der, wie gesagt, in L.A. gelebt hat. Oder lebt noch, weiß ich gar nicht. Weiß es jemand? Und Markus Walle ist der brasilianische Musiker mit auf diesem hübschen Cover hier. Der hat, wie gesagt, Mitte der 60er, glaube ich, hat er angefangen, schon die ersten Platten rauszubringen, also schon sehr lange dabei. Und die haben sich wohl irgendwann mal gefunden und haben dann Musik gemacht. Und das finde ich halt super in dem Zusammenhang mit Disco halt auch. Das ist jetzt Leonware. Sehr soulful. Was mir jetzt direkt auffällt für
ja, vielleicht wissen es nicht alle, das ist ja jetzt erstmal langsamer. Mhm. Disco sagt man ja immer, oh, das ist Abtempo. Das ist so, auf jeden Fall 120 Beats per Minute aufwärts. Und das ist jetzt etwas langsamer. Und vielleicht kannst du uns jetzt mal den Begriff Boogie erklären, weil Boogie ist ja so eine, Seitenarm, kann man das sagen? Oder auf jeden Fall artverwandt mit Disco. Ja, Anfang der 80er, würde ich sagen, ist das so entstanden. Ne? Ich glaube, so durch die, vorher war ja alles so, waren es Bands, ne? Alles wurde live gespielt, ne? Live Drums. Und das ist jetzt langsamer, Boogie ist langsamer. Nee, da kamen dann einfach die Synthesizer, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Boogie ist schon ein bisschen schneller, würde ich sagen. Also das jetzt würde ich jetzt eher noch unter Soul vielleicht jetzt einordnen. Okay, das war die Frage. Ist das jetzt als Disco zu bezeichnen oder ist es Boogie oder ist es? Das ist eine gute Frage. Ich würde es ein bisschen von der Geschwindigkeit vielleicht abmachen, oder ausmachen. Ne? Also alles, was so in etwa vielleicht so 90, 100 BPM ist eher so Soul. Alles, was dann schon schneller geht, 110, 115 BPM ist dann schon eher Boogie. Was aber Anfang der 80er entstanden ist, durch die mit Einbeziehung von Synthesizern und ja, und alles, was darüber hinausgeht, ist dann ja schon Disco, würde ich sagen, so 120 BPM, was du. Ich würde so, glaube ich, eher an der Geschwindigkeit. Aber es gibt natürlich Soundveränderungen auch, wie du schon sagtest. Mhm. Ne? Also das, gut, aber das ist jetzt für dich, ist das Disco? Ja, also irgendwie zählt das schon so ein bisschen dazu, ne? Aber so richtig noch nicht. Wenn du sagst Boogie. Jetzt gibt es eine Nummer von Markus Walle ganz kurz. Kannst ja noch weiter anspielen. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit rauben. Ich wollte nur dieses Beispiel bringen. Und ich fand halt einfach dieses Zusammenspiel gut. Ne? Also, dass es halt eben Austausch gab und halt nicht nur Disco, sondern Disco ist global, ist überall. Ne? Und sowohl in Amerika als auch in Brasilien oder noch in anderen Ländern, kommen wir vielleicht später noch zu. Und hier kommt dann auch so ein großer Hit. Und da hat wahrscheinlich der Leon Wehr diesmal den Markus Walle besucht, glaube ich. Und das ist dann schon eher Boogie, würde ich sagen, ne, zu deiner Frage. Okay, es ist auch ziemlich Nerd-Talk jetzt, aber lass uns einfach mal Musik hören. Bitte? Das ist auch ziemlich Nerd-Talk jetzt, also lass mal ein bisschen Musik laufen. Okay, dann müssen wir es ein bisschen offener. Tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar no sol. Domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar no sol. Domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Markus Walle, wie gesagt, früher auch Bossa Nova und, ne, und jetzt ist es eher Boogie. Ne? Das ist für mich Boogie, wo du halt gefragt hast. Ne? Also eine kleine Soundveränderung auch für ihn, aber für mich ist es auch irgendwie Disco. Es gehört für mich mit dazu. Und ich finde es halt eben toll, nicht nur, weil wir uns die ganze Zeit gerade auch über schwarzes Amerika unterhalten haben, das ist jetzt zum Beispiel Brasilien. Ne? Ja, das ist das Prinzip funktioniert natürlich universell. Ja, eben. Also weil, und ich glaube halt deshalb, dass Disco offen ist. Also, genau. Also ursprünglich als Ort und eben nicht ein Ort der Exklusion. Ey, Alter, du kommst nicht rein, sondern ey, komm rein. Und komm rein global. Und das nicht nur im Ort, sondern auch im Sound und in dem Vibe und in der Idee dahinter. Ob es jetzt, da kommen wir später noch zu, Japan ist, Hongkong, Italo-Disco oder whatever. Aber Sophie wollte noch was zu Praktikanten fragen. Ja, einfach noch mal kurz zur Musik. Das war Estrella, oder? Von Richtig. Markus Walle. Sehr gut, ja. Genau. Ja, ein bisschen was kenne ich ja auch von ihm. Ja. Super. Aber das war nur von ihm oder war das jetzt auch eine Kooperation? Nee, also eben, genau, das meinte ich halt. Das fand ich halt toll. Die erste Nummer, diese Rockin' You Eternally, das hatte damals der Markus Walle, als er hier auf der Bühne stand, halt gesagt, dass er dann bei dem Leon Wehr war, haben sich wohl musikalisch ausgetauscht, haben wohl im Studio rumgehangen, haben ein bisschen Musik gemacht, Weinchen getrunken, was auch immer. Und dann ist das entstanden. Und jetzt dann, ein paar Jahre später, das war von 81 und das jetzt ist von, ich glaube, 83. Ein paar Jahre später, ich denke mal, dann wird der Leon Wehr ihn besucht haben, dann haben die diese Nummer gemacht.
Und das finde ich halt toll, diesen Austausch, ne? Diesen musikalischen Austausch. Und irgendwie. Ja, und auch schön, dass man das immer wieder macht. Also schön, dass man sich halt nochmal besucht und nicht irgendwie einmal was macht und dann fährt irgendwie jeder wieder nach Hause und dann war es das, sondern dass man irgendwie das nochmal anstrebt und nochmal anstrebt und jedes Mal entsteht irgendwie was Neues. Richtig, genau. Ja. Und wie gesagt, überall. Ne? Also in Brasilien haben die Leute zu kämpfen, haben diesen Schmerz, ne? Und in Amerika oder in vielen anderen Ländern, Asien. Ne? Und irgendwie ist dann viel durch die Musik ausgedrückt worden, ne? Glaube ich. Ne? Auch wenn ich, wie gesagt, viel also Fröhliches damit verbinde, ne? Aber im Unterschwelligen ist da, glaube ich, schon auch viel Herzschmerz dabei. Ne? Ja, und tatsächlich auch ganz, ganz offensichtlich in den Vocals. Also es gibt ja ganz, ganz viele Vocals, die eben genau das ansprechen, halt leben zu wollen, da sein zu wollen, das Warten auf einen besseren Morgen, dann diese ganzen Motive aus dem Soul, im Soul, wo es ja vordergründig immer um private Themen geht, aber hintenrum sind das ja immer gesellschaftliche Themen auch. Das wurde ja dann ganz viel auch in Vocals abgearbeitet, bis heute und dann auch im Haus. Lass uns nochmal zurückkommen auf Maxi-Singles, Mixen und so weiter. DJing als Tätigkeit ist ja auch wichtig in Disco. Terry Noel gilt so als der erste DJ, der nicht als reine Jukebox sozusagen fungiert, Songs nach Songs abspielt oder das, was die Leute sich wünschen, sondern halt ja, künstlerisch mit Platten umgeht, mit Musik umgeht. Später dann Francis Grasso im Sanctuary, auch ganz wichtiger Name übrigens mit den Stonewall Riots in San Francisco, Aufstand der Schwulen- und Lesben-Community, nachdem, ich will jetzt gar nicht die tausendmal erzählte Geschichte nochmal erzählen, warum Sanctuary als der Club, der Gay-Lesbian-Club, der halt wichtig war in diesem ganzen Kontext und Francis Grasso als DJ. Wie siehst du diesen Umbruch? DJing, ist es wichtig, diese Skills, das künstlerische Auflegen, ist es nicht wichtig? Ist das wichtig für Disco? Ist das wichtig für dich? Also ich denke, dass sie schon eine wichtige Aufgabe hatten oder auch heute ist es noch eine wichtige Aufgabe. Aber damals insbesondere, wie gesagt, die haben sich halt eben diese Orte geschaffen, ne, weil die halt sonst nirgendwo akzeptiert wurden. Und der DJ, der hat dann stand halt in seiner Kanzel wie so ein Prediger halt, ne? Und der hat die Leute, die halt da abends reingekommen sind, hat denen halt einen schönen Abend gegeben. Ne? Und die konnten halt alles vergessen. Die konnten sie selbst sein, ne? Und egal, welche Hautfarbe, wie sie aussehen, ne? Also was sie für Geschlechter haben oder was sie gerne möchten. Ne? Also das war total egal in dem Moment. Und deshalb ist die Aufgabe als DJ, finde ich, unheimlich wichtig. Und ne, er hat ja versucht, den Leuten wirklich ne, so einen schönen Moment zu erschaffen. Ne? Deshalb finde ich das schon, ist eine große Verantwortung, finde ich schon. Ja, aber das wollte ich gerade fragen, also mit der Verantwortung. Gibt es auch vielleicht dann Rollen oder Räume, wo man die nicht war, wo du sagst, hat man die nicht genug wahrgenommen oder hat man die nicht genug gesehen? Oder das passiert, wenn ich meiner Verantwortung als DJ oder DJin nicht nachkomme? Inwiefern meinst du das jetzt? Was ist das für eine Verantwortung? Was bedeutet das? Wo muss ich da Verantwortung übernehmen, Menschen zu tragen? Ja, also ich glaube, dass dieser zum Beispiel, wenn du jetzt einen Francis Grasso nimmst, ne, schon das auch aus derselben Intention gemacht hat, weil er halt eben auch diesen ganzen Schmerz erfahren hat und gesagt hat, so, wir müssen jetzt hier einfach was schaffen, wo wir alle wir selbst sein können und wo wir uns alle treffen können, wie so eine eigene Familie, ne? Die halt die Leute, die zu Hause auch ausgestoßen wurden vielleicht, ne? Dass ich mache jetzt hier einen Ort, wo jeder hinkommen kann. Ne? Und deshalb glaube ich, ist das schon wichtig. Und du hast es ja auch direkt beantwortet, vorher eher so Jukebox und hey. Und jetzt gibt es halt so eine Intention, eine Message, die vielleicht, und das wird natürlich auch kritisiert und im Laufe der DJ-Geschichte geht es auch wieder andersherum. DJ steht jetzt im Mittelpunkt wie ein Prediger. Da gibt es natürlich auch die Gegenbewegung halt, dass der DJ eben nicht auf einer Kanzel steht, sondern im Publikum und die Tänzer tanzen darüber rum. Wir wissen ja auch, wo das alles hingeführt hat teilweise mit dem ganzen DJ-Stardom. Da gibt es natürlich auch noch eine Schattenseite von, die wir jetzt nicht verschweigen wollen, aber jetzt hiermit genannt haben.
Es ist auf jeden Fall das erste Mal in der Musikgeschichte, dass der DJ dann da so im Mittelpunkt steht und eine andere Verantwortung übernimmt. Nicht nur die, ey, es muss geile Mucke laufen, sondern es geht halt um irgendwie mehr. Richtig. Es ist nicht nur eine Jukebox. Es geht halt um etwas mehr. Was auch zum Beispiel Hans Nieswand, der nächste Mal hier im Talk sein wird, aus Südkorea, da freuen wir uns sehr drauf, auch immer sehr betont. Er sagt, Auflegen ist für ihn ein politischer Akt. So, das ist natürlich jetzt ganz radikal zugespitzt, so formuliert, aber das kann es sein, das muss es nicht sein, es ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn jemand die Charts abspielt. Also okay, alles gut, aber hier war es etwas anderes, ein Mehrwert vielleicht, und das war das erste Mal in der Musikgeschichte. Vielleicht beantwortet das deine Frage. Ja. Sophie. Okay. Ja, du hast es vorhin schon mal angesprochen, sowas, so Disco-Konzepte, sag ich mal, wie The Loft. Zum Beispiel. Kannst du darüber was erzählen, zum Beispiel über The Loft? Also das, was ich so mitbekommen habe, ist wohl, er hat es irgendwie aus der Not heraus gemacht, weil er seine Miete nicht bezahlen konnte. Also eigentlich David Manusco, ja. Hat in der Loft, ist es wirklich eine Loft in New York? David Mancuso hat wohl im Loft gelebt, angeblich, und konnte dann seine Miete nicht bezahlen, hat sich überlegt, was macht er jetzt? Okay, macht er jetzt eine Party hier? Und dann hat er halt Leute eingeladen, die haben irgendwie einen kleinen Eintritt gezahlt, gab es irgendwie Fruchtsäfte, Wasser, Obst, ich glaube, Leute konnten auch ein bisschen Essen selber mitbringen. Ja, und dann hat er da Musik gespielt und Party gemacht. Hat einerseits seine Miete zahlen können, aber andererseits hat er natürlich auch einen guten Raum geschaffen. Eben, ne? Und also, eben halt für die Menschen, die sonst als Freaks der richtig, Gesellschaft genau, die sonst gegelten haben, die konnten da hingehen. Genau. Und dann gab es eine öffentliche Variante davon sozusagen, also mit The Gallery, wo das Ganze jetzt so anfängt, so ein bisschen kommerzialisiert zu werden, aber alles noch irgendwie ganz cool. Und es waren so Blaupausen vielleicht, so ein Club als utopischer Ort, kann man so sagen, oder? Genau. Und auch das Paradies, ne? Die Paradise Garage. Gab es ja auch mit dem Larry Levan. War auch so ein Ort. Genau, ne? Da würde ich später nochmal dezidiert drauf zurückkommen. Jetzt befinden wir uns sozusagen in der zweiten Hälfte der 70er erstmal. Und jetzt wird so ein Disco-Hype losgetreten. Ne? Da verändert sich jetzt einiges. Genau. Von der schwarzen zur weißen Disco. Von der schwarzen zur weißen Disco. Auch der Tanz verändert sich. Richtig? Also früher Disco-Tanz war, jeder tanzt, wie er will, jeder tanzt alleine. Frauen dürfen natürlich tanzen, ohne dass ein Mann sie auffordert. Dazu. Es ist auch egal, wie du aussiehst, wie du rumrennst. Und auf einmal wird es stylisch. Ne? Auf einmal wird es stylisch. Und der Tanz, wie gesagt, lass mich noch kurz ergänzen, wird dann Paar getanzt oder halt so Paar-Formationen und dann kommt dann noch so was wie Disco Fox, was wir heute noch kennen und so. Das verändert sich, der Style verändert sich. Musikalisch verändert sich auch was, oder? Und nicht? Ja, nein? Es wird schon wahrscheinlich ein bisschen kommerzieller, ne? Weil ein paar Leute wollen auf den Zug springen. Die merken, dass Disco auch finanziell sehr erträglich ist und die springen auf den Zug und dann wird da halt entsteht da so eine Maschinerie, ne? Ja, eben weil dieses Erfolgsmodell von Disco, sage ich mal, dahinter natürlich attraktiv ist, eigentlich für jeden. Ein Raum, wo du hingehen kannst, sein kannst, wie du willst. Das Versprechen von der Körper kommt zu seinem Recht, wodurch auch immer, also ob es durch Tanzen, Sex, Drogen oder alles zusammen, es ist egal, wie du aussiehst und so weiter, das ist, hört sich attraktiv an für viele. Ja, und ich glaube auch, dass die Musik einfach, dass die Musik Leute sehr catchy ist auch, oder? Eben, und die Leute haben es, glaube ich, gemocht, ne? Und es lief dann in den Radios überall, ne? Und dann kamen halt so Clubs wie Studi 55 beispielsweise, weil du gerade sagtest, dieser Wandel. Genau, aber jetzt sind wir schon beim Wandel. Vielleicht können wir einmal noch mal kurz irgendwie klar sortieren, wie dieser Wandel denn sich vollzieht. Also warum gibt es diesen Wandel? Wie passiert der? Wo passiert der? Gute Frage. Also in Amerika würde ich sagen, wie gesagt, war das halt so ein finanzieller Hintergrund, glaube ich auch, dass die Leute gemerkt haben, oh, da lässt sich wahrscheinlich Geld mitmachen. Deshalb wurde das halt dann so gemolken wie so eine Kuh, würde ich mal beschreiben. Und dann sind halt eben solche Clubs wie Studio 55 ja entstanden, wo halt nur noch so dann die Reichen und Schönen hingegangen sind und dann eben halt auch wieder so Schwarze
teilweise nicht da reingekommen sind, ne? Die ausgegrenzt wurden. Also ich glaube, dass das einfach auch ein medialer Aspekt ist. Natürlich 1977 Saturday Night Fever ist ein Film, den viele kennen, denke ich. Ein großer Erfolg weltweit. Interessanterweise auch mit rein weißer Disco-Besucher-Posse. Hat der nicht auch italienische Wurzeln, wo du gerade eben von Italien gesprochen hast? Er ist Italo-Amerikaner, ne? Also okay. Der Charakter, den John Travolta spielt, oder? Ja. Ich glaube schon, ja. Aber ansonsten Publikum wird genickt. Okay, gut. Schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht sollte ich das mal wieder tun. Auf jeden Fall ist so eine Art Whitewashing auch da am Start, also heterosexuelle Fokus bei den Charakteren, kommen noch weitere Disco-Filme und Disco-Stars. Mhm. Viele Produzenten springen auf, das Studio 54 macht auf. Da hast du gerade schon gesagt, das ist vielleicht nicht so unbedingt das Ding, durch und durch immer gewesen so, wo jeder hinkommen konnte, und sondern auch eine gewisse Art von Exklusion, also Ausschluss stattgefunden hat. In welcher Form? Kannst du das nochmal? Also es gibt ja zum Beispiel die bekannteste Story ist ja, glaube ich, von Chic, ne, von der Band, die nicht reingekommen sind. Und die waren ja schon bekannt zu der Zeit. Ja, und das war natürlich so erniedrigend für die Jungs. Die sind schwarz. Die sind schwarz, genau. Ne, kennt, haben wir alle schon mal im Radio gehört, die guten. Und, ne, und Chic. Genau, richtig. Und dann sind die wohl angeblich ins Studio gegangen, weil sie halt nicht reingekommen sind. Haben sich gedacht, okay, dann hängen wir halt bei uns im Studio ein bisschen ab. Ja, und wie es denn so ist, dann fingen sie an zu jammen und dann kam Musik dabei rum. Und die schlägt sich jetzt vor. Stehst schon mal auf. Ja, ich stehe schon mal auf. Ich glaube, die wollten sich so ein bisschen rächen an die Leute dort. Verständlich. Und haben dann wirklich, die machen ja wirklich wundervolle Musik. Dann haben die da einen Song gemacht. Hieß eigentlich anders. Richtig. Ich glaube, anders als so, wie er dann also letztendlich veröffentlicht wurde. Ich glaube, da kam irgendwas mit Fuck Off oder so. Und aus Fuck Off wurde dann Le Freak. Das hört sich denn so an? Kennen wir alle aus dem Radio. Das kennt jeder, aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt nicht jede Abweisung an der Diskotür gleich irgendwie der Untergang des Abendlandes sein muss. Aber Studio 54 hatte auf jeden Fall den Ruf gehabt, da nicht nur die Leute abzuweisen, wenn sie nicht stylisch genug waren, sondern halt auch aus, ich sag mal, soziodemografischen Gründen. Und so offen war es da doch vielleicht doch nicht, wie alle geglaubt haben. Sondern man musste eher schön sein. Dann war es vielleicht auch okay, wenn du nicht so viel Geltung oder prominent bist, kannst du da auch als Toyboy oder wie auch immer in dem Club-Kontext dann funktionieren. Oder halt, wenn du Kohle hast und prominent bist. Also es war eher so ein bisschen schicker. Und nicht, wie es häufig überliefert wird, Studio 55 als das Ding, wo Come As You Are und alles gleich gefeiert worden ist. Eben, genau. Nicht so wie in der Haters Garage eben oder Gallery oder was du gerade sagtest. Ne? Das ist halt komplett eine andere Welt, genau was anderes. Ich dachte mir noch gerade, das ist ja jetzt wirklich als Gegenbewegung entstanden zu diesem Ereignis, dass man an der Clubtür steht und nicht reinkommt. So. Bestimmt haben auch nicht alle Leute, die dieses erlebt haben, irgendwie so einen geilen Track rausgehauen, aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob das jetzt
was Singuläres ist oder ob das quasi eher dann auch eine Strömung dafür gibt. Wenn man irgendwie merkt, hey, okay, jetzt wird das irgendwie alles kommerziell, jetzt wird das alles irgendwie weiß, jetzt wird uns vielleicht auch unserer Safe Space, den wir uns irgendwie hart erarbeitet haben, über die Jahre auf einmal weggenommen. Gab es da so ein Gegenbewegung, Strömung, so ein wir schließen uns jetzt zusammen Moment oder waren es dann eher so singuläre Sachen, die irgendwie vereinzelt waren? Also die einzige Gegenbewegung, die mir gerade einfällt, ist diese Rockbewegung, ne? Ja, aber die das gegen keine Gegenbewegung, wie vielleicht Sophie sie meinte, aus der Disco, ja, Ober- und Underground, sagen wir mal Underground heraus, das nicht. Ich glaube, es hat eher so parallel existiert, wie das immer so ist, wenn eine Musik erfolgreich wird, gibt es halt eher so die Erfolgreicheren und die nicht Erfolgreichen, aber jetzt, dass man da so riesen gegengeschossen hat, eher nicht. Aber es gab eine Gegenbewegung gegen Disco, weil jetzt überall Disco lief. Disco, der Riesenhype, auch viel Scheiß wurde veröffentlicht. Es geht aber gar nicht um die Qualität, es geht darum, dass es Disco ist. So, und es kommt zu einem Ereignis, was relativ zentral ist in der Geschichte von Disco, die Disco Demolition Night, wo sich diese Wut von Leuten gegen Disco und was mit Disco mitschwingt, entlädt. Erzähl uns mal was über Disco Demolition Night. Ja, da gab es diesen Radio-DJ, der wahrscheinlich gekündigt wurde, weil halt auf einmal Disco sehr attraktiv war. Ne? Und der war also Rock-DJ, also war jetzt nicht mehr so gefragt. Genau, und hatte da wohl seinen festen Platz in seiner Radiostation, der ihm dann genommen wurde. Weil halt eben ne, Disco auf einmal überall lief und die Chefs in dem Radio dachten sich wahrscheinlich, okay, jetzt muss der gute Mann jetzt mal gehen und dann holen wir uns mal so einen Disco-DJ. Und aus dieser, ich glaube, der war ein bisschen enttäuscht und dann hat er sich gedacht, jetzt mache ich mal so eine kleine Disco-Sax-Bewegung und dann organisiere ich hier mal so ein Event in einem Baseballstadion, glaube ich, war es in Chicago, wo dann alle ihre Platten mitbringen durften, die sie dann da verbrennen konnten oder die sogar in die Luft gesprengt wurden und hinterher wurde der ganze Platz zerstört. Ja. Ja, das ist ziemlich spektakulär, kann man sich auch bei YouTube und so weiter angucken. Also den Chicago Cubs, der Baseballmannschaft, ging es irgendwie auch nicht so gut zu der Zeit, nicht so viele Zuschauer. Und dann war die Idee, wenn ihr eine Discoplatte mitbringt als Zuschauer, bezahlt ihr ganz geringen Eintritt. Das Stadion in Chicago ist in einer strukturschwachen Viertel, wo viele arbeitslose weiße Bürger und Bürgerinnen gewohnt haben, die vieles von ihrem Unmut auf die schwarze Bevölkerung projiziert haben, was man irgendwie auch noch dann mit Disco zusammenbrachte. Ja? Und jetzt überall diese Musik, die, wie war in dem Aufruf zu lesen, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, es ist eine Krankheit, eine Krankheit im Volk, also ganz krasse Formulierung, die auch stark irgendwie an die Nazis erinnern. Disco sei eine Krankheit im Volk und jetzt gibt es irgendwie da so Leute, die sich verkleiden und transen und das geht jetzt gar nicht und gleichzeitig bin ich vielleicht arbeitslos. Und dieser Rock-Radio-DJ Steve Dahl ruft dann halt auf, zusammen mit den Chicago Cubs diese Platten mitzubringen. Die Platten wurden dann gesammelt und zwischen den Spielen, es war ein Doubleheader, also zwischen zwei Baseballspielen, dann ja, wie bei einer Bücherverbrennung, dann auf dem Rasen positioniert und dann wurde alles dort angezündet und in Luft gesprengt. Der Rock-DJ noch mit Stahlhelm auf und so. Also ziemlich krasse Nummer, das Ganze. Das Stadion ist total ausgeflippt, weil sie das so geil fanden. Das Stadion total ausverkauft. Riesen, ja, fast schon Aufstand. Die haben doch randaliert, der glaube ich da. Haben randaliert, korpuliert und da gibt es viele Mythen über die Disco Demolition Night. Der Spiegel hat geschrieben in einem Artikel über Disco, das war die Nacht, in der Disco starb. Kann man das so sagen, kann man das nicht sagen? Für mich definitiv nicht. Nein, nee, glaube ich nicht. Klar, das war so eine Aktion, aber letztendlich gab es noch weiterhin viel Musik, ne? Und
Dadurch sind ja die ganzen anderen Themen, die wir auch vorher schon eben angesprochen haben, die sind damit ja nicht irgendwie aufgelöst. Es hat zwar so eine Gegenbewegung, aber... Ja, und dann gab es sozusagen irgendwie eine Art Gegenbewegung. Ich habe jetzt übrigens das Zitat gefunden. Diese Disco Demolition Night war gegen den gesunden, straight, männlichen, weißen Rock'n'Roll-Volkskörper durch schwule, schwarze und Latinos als Krankheit in der Gesellschaft angesehen. Also, krasse Ansage. Und das wollten dann aber auch einige nicht so auf sich sitzen lassen und haben halt wieder dann zurückgeschossen im übertragenen musikalischen Sinne. Unter anderem halt die Kunstszene in New York, Punk. Kannst du uns da Verbindungen sagen? Ja, da gab es ja wohl Andy Warhol, ne? Und natürlich dann so ein paar Musiker, die dann auch, also ich glaube, die haben sich auch ein bisschen was von Disco abgeguckt, ne? Also es gab ja irgendwie Blondie, es gab The Clash. Und irgendwie ist das für mich, obwohl es dann irgendwie Punk ist, aber es gibt da so Sachen, die dann doch auch irgendwie Disco sind, ne? Das ist jetzt so ähnlich wie das Beispiel gerade mit Brasil, was für mich Disco ist, ne? Weil für mich ist das so alles so der Oberbegriff. Was sind das dann so Sachen zum Beispiel? Also wenn wir jetzt bei Punk sind, wo siehst du dann in dem Punk den Disco zum Beispiel? Also ich habe da jetzt eventuell nur so ein Musikbeispiel, was wir uns mal kurz anhören könnten. Also das sind halt einmal The Clash, kennt wahrscheinlich auch jeder. Aber was auch bekannt ist, ist halt Ian Dury and the Blockheads. Obwohl, fangen wir mal mit der an. Die Platte ist auf jeden Fall auch eine schöne Farbe. Gefällt mir. Wir auch. 1979 schon, ne? Also nicht erst jetzt irgendwie 2000, dass man angefangen hat mit bunten Platten. Nein, auch 1979 gab es schon bunte Platten. Bin erstaunt. Und ja, das ist Ian Dury and the Blockheads. Reason to be Cheerful. Eigentlich so ein Typ, der irgendwie Punk gemacht hat, aber irgendwie ist das voll Disco, finde ich. Was meint ihr? Das ist voll Disco. Wenn es eine Cowbell gibt, dann ist es meistens Disco. Dann ist es Disco, oder? Auf jeden Fall. Total. Reasons to be cheerful. Part 3. Summer Buddy Holly, the working folly, with Golly Miss Molly and Boats. Hammersmith Pally, the Bolshoi Bally, jump back in the alley, add nanny goats. 18 wheelers camels, Dominica camels, all other mammals plus equal boats. Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly and porridge oats. A bit of grin and bear, a bit of... Ich finde, man hört es auch ein bisschen so an dem männlichen Gesang, als jetzt eher so ein... Rap-artig, so ein bisschen, ja, auch wie bei Blondie Rapture, wenn genau, wir jetzt über, ne, Blondie... Genau, so ein bisschen rockig, rappig. So, und die Kunstszene, wo auch Andy Warhol und so weiter ist, dann Ende der 70er, Anfang der 80er, nicht nur Disco, auch viel Hip-Hop, also Rap, affin gewesen. Ja. Genau, anderes Beispiel wäre dann noch, das kennt ihr auch alle, ne? The Clash. Don't you ever stop, long enough to start, take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start, get your car out of that gear. Und ich muss noch an Walk the Casbah denken. Walk the Casbah, ein Song, den auch viele kennen, wo auch die Lyrics natürlich auch diesen Widerstandsgedanken von Disco betonen. The Sharif don't like it, Walk in the Casbah. Aber jetzt bei dem Stück gerade klang jetzt für mich auch nicht so punkig. Nee, war das nicht? Nee, ne? Also... Das ist ja auch ein subjektiv immer, aber... Ja, genau. Aber es sind halt, würde ich sagen, zwei Punk-Bands, die halt irgendwie das aufgegriffen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt einmal nur so eine Laune war.
oder ob die da auch irgendwie Spaß dran gefunden haben? Oder also ich glaube, dass das dieser Gegenbewegungsgedanke, der ja bei Punk konstituierend ist, davon aufgegriffen wurde. Wohingegen man bei zum Beispiel Kiss und ihrer weltweit bekannten Disco-Nummer davon jetzt nicht unbedingt ausgehen muss, sondern das vielleicht irgendwie doch kommerziellere Gründe hatte, was er davor war. Ah ja. Und dass sie auf diese Nummer grundsätzlich keine Persönlichkeit müssen mehr haben, sondern die Nummer eigentlich nur noch spielen, weil das Publikum sie hören will. Ja. Ja, also vielleicht nochmal zum Wiederholen, dass jemand aus dem Publikum hat gerade gesagt, dass Kiss das sogar auch zugegeben hat, wohl, dass das wirklich nur eine kommerzielle Nummer war. I was made for loving you und so weiter. Genau. Ja. Ja. Mhm. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Die Zeit schreitet auch weiter. Paradise Garage hast du schon angesprochen und Larry Levine. Ich will auch so ein bisschen jetzt von Disco in Richtung House und diese Überleitung kriegen. Kannst du uns was erzählen? Paradise Garage und Larry Levine sind da ja sehr wichtig in dieser Entwicklung. Ja, zeige ich mal noch mal kurz was hoch. Paradise Garage ist ein wichtiger Club ja. In New York, genau, wichtiger Club in New York. Larry Levine, ein DJ dort. Richtig, er war der Prediger. Er hatte die Verantwortung. Richtig. Schwarz und schwul. Richtig, soweit ich weiß, so wie es überliefert wurde. Da ist der Larry. Den Club gab es wohl, Moment, nicht lange. Ich glaube 9 Jahre steht es hier drauf. 77 aufgemacht, 86 geschlossen. Aber vielleicht einer der wichtigsten, vielleicht wichtiger schon eigentlich als Studio 54. Richtig, eben. Zwar nur 9 Jahre, aber wohl mit einer der wichtigsten Orte. Und er wird auch als DJ. Wir brauchen DJ eine Ausstellung über die Paradise Garage. Richtig, sehr gut, genau. Und können wir das auch hören, jetzt wo es hier schon so klar, und für liegt? Dich, weil ich ja weiß, weil du orchestrale Sachen magst. Das ist übrigens auch wieder auf diesem Label Salsoul, was wir gerade hatten. Und die haben halt eben auch ein Salsoul Orchestra gehabt. Schöne Nummer. Salsoul Orchestra, How High. Ups, zu schnell. Sowas lief da. Super Nummer. Auch ganz kurz noch eben am Rande zu erwähnen, auch ein wichtiges Label, nicht nur Salsoul, auch West End Records. Auch mit diesem schönen Cover, die haben immer so tolle Cover gehabt, ne? Where the Sun Sets and the Stars Rise. Super schön. Da fällt mir eine Nummer ein, auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Ausgrenzen. Hier gibt es nämlich einen Song von Carl Bean, I Was Born This Way. Und da singt er auf der Platte, er ist ganz stolz, nämlich. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle finden. Yeah, I'm carefree and I'm gay. I was born this way, I'm happy. I'm carefree and I'm gay. Yeah, yeah. Er sagt es ganz laut mit. Es ist also eine Stolz. Der zentralen Nummern, die das genau belegen. Da gibt es ganz, ganz viele. Die ähnliche Texte haben. Und musikalisch, was wir vorher gehört haben, der Beat ist more pumpy, würde ich sagen. Ein bisschen straighter, ein bisschen mehr ab vom, naja, kann man das sagen, Soul. Aber es ist schon alles immer noch eine soulvolle Nummer. Ja, also wir nähern uns jetzt irgendwie dem House. Und speziell hier Paradise Garage, es gibt auch die Musikrichtung Garage.
Garage House, also nicht nur in England, UK Garage, sondern auch Garage im Haus, meistens mit Gesang und Nummern wie diese. Das ist also so eine Art Umbruch. Und das Ganze in dem Laden, Paradise Garage, in einem Laden der Queer Community, genau. Unter anderem, also natürlich auch andere Menschen, auch Heterosexuelle wahrscheinlich drin gewesen, aber auch speziell besucht worden ist von der Queer Community. Genauso wie das Label Westend Records, was sehr queer war. Und die Partys haben da auch einen ganz krassen Ruf gehabt. Das Label ist halt, Westend ist halt so aus dem Club auch irgendwie entstanden. Ne? Mel Sharon, der das damals gemacht hat, der hat dann das Label gegründet. Ist auch schon verstorben. Aber eben, da hat sich dann viel gebildet drumherum. Und was du gerade meinst, diese Weiterentwicklung dann auch von Disco zu Haus nachher, das fand er dann auch dort statt. In welcher Stadt sind wir jetzt? Wir sind aktuell eigentlich in New York, aber nicht weit davon. Ne? Dann gibt es da Chicago, Detroit. Aber es gab halt auch einen DJ, der halt auch New York aufgelegt hat, nämlich Larry Levan aufgelegt hat. Man munkelt, die waren wohl auch ein Paar, Frankie Knuckles. Und die haben da in so Bädern aufgelegt auch, ne? Und haben dann so Disco-Musik gespielt, so schwulen Bäder, wo halt die Schwulen hingegangen sind. Und ja, Frankie Knuckles hat dann aber irgendwann in Chicago auch in einem Club aufgelegt. Und der Club hieß Warehouse. Und so ist dann halt, was du gerade angesprochen hast mit House, ist halt, es war eigentlich nicht... Warehouse und dann House, also das House ist ja im Warehouse drin. Genau. Und irgendwie aus diesem Namen, zweiten Namen, House ist halt, und es war nicht unbedingt Hausmusik, die da lief. Da lief auch sowas, da lief auch Disco. Ne? Aber die Leute haben dann gesagt, okay, wir gehen ins Haus. Und so ist das entstanden. Und irgendwann... Mit der Zeit lief dann natürlich auch elektronische Musik. Und also entwickelt sich weiter dann, das ist klar. Und dann Chicago, genau. Sind dann halt die Music Box, auch ein legendärer Club. Richtig. Mit Ron Hardy, genau. Und dann Acid House. Das, ja. Kennen vielleicht die Älteren unter uns dann, was so 89, 90, 91 dann auch hier so dann ankam und dann nach England. Wo übrigens dann auch die Warehouse Waves. Aha, Warehouse Waves, die offene Partyszene außerhalb von Clubs sich etabliert hat. Also über den Begriff House alleine könnte man jetzt schon ganz, ganz lange wieder philosophieren. Auch die Houses, die es gibt in der Ballroom-Szene, also Voguing als Tanz, ihr wisst, mit den Händen und so, Madonna Vogue. Oder auch eine Netflix-Serie, die das... Ne, gibt es da eine Netflix-Serie, ja, sogar? Okay. Teil 1 und Teil 2, Staffel 1 und Staffel 2. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, die sich um die Ballroom-Szene jetzt, die es auch noch gibt, natürlich in Chicago, New York und so weiter, auch in Deutschland gibt, befasst. Und da nennt man diese Crews von meistens Transgender, nicht-binären Charakteren, die zu so einer Musik tanzen. Aber in einer moderneren, mit moderneren Form, ja, ja. Im mehr Basslines und so, egal. Auf jeden Fall auch Houses. Aber entstanden ist es, glaube ich, auch in den 70ern, oder? In New York, ja. Dieses... Voguing, ne? Also was denn die, wo du gerade sagst, das beste Beispiel ist wahrscheinlich Madonna, kennt jeder aus diesem Video Vogue, ne? Aber ich glaube, entstanden ist es auch in den 70ern in New York, in dieser Ballroom-Szene, ne? Wo halt die Leute hingegangen sind und dann einfach sich da anders auch anziehen konnten, was auch wichtig, darf man auch nicht vergessen, es gab auch eine Zeit, wo es nicht mal eben so egal war, welche Sachen man trägt. Ne? Also, ja, das ist leider heute immer noch so. Und ich muss noch mal wieder ein Buch hier, eine Empfehlung zeigen. Do You Remember House? Do You Remember House? Natürlich auch hier mit auf der Innenseite mit dem legendären Text Do You Remember House? Chicago's Queer of Color Undergrounds von Nika L. Selkind ist noch relativ neu. Kann ich nur empfehlen. Betont halt nochmal genau den queeren Charakter, wie House entstanden ist, worüber wir gerade geredet haben. Und wie man sieht, kleidungsmäßig ist der Mensch dort auch anders gekleidet als wir jetzt gerade. Eben, dass denn auch Männer in Frauenkleidern zum Beispiel rumrennen können. Und das war halt in der gewissen Zeit auch nicht mal eben so easy. Ne? Ja, und also, es war ja auch voll diese Glamour, Glitzer, auch sich gegenseitig übertrumpfen mit irgendwie crazy Outfits und Das gibt's aber auch stark in der Queer-Community, also sich übertrumpfen wollen, wie man aussieht. Also ja, ich meine, das war ja auch Teil dieser Szene. So. Ach so, das, ja. Genau, das glaube ich auch eben, ja. Dass das denn gerade so sind ja auch diese Drag Queens, ne, die dann noch schönere, pompöse Kostüme anhaben. Ne? Das ist ja alles so in dieser Zeit auch, glaube ich, entstanden. Ne?
die da auch da in diesem Ballroom-Kontext waren. Ne? Das war so eine Mischung aus Tänzern und Drag Queens und die sich da alle und die halt eben auch alle ausgegrenzt waren. Ne? Und da konnten die halt eben dann auch frei sein. Ne? Ja, ja. Vielleicht nochmal einen Bogen, um einen Bogen zu spannen. Also wir sitzen hier in einem Jazzclub. Wie ist die Verbindung zwischen Disco und Jazz? Wo geht das zusammen? Ja, ich würde sagen, Disco ist Jazz. Also es kommt halt aus dem Jazz. Jazz, das hat halt einen früheren Ursprung. Ne? Hat halt einen früheren Ursprung. Und es gibt ja diese ganzen Jazz-Elemente, die halt auch eben im Disco, ne, dieses, was wir eben schon gesagt haben, auch dieses Orchestrale, das halt alles live gespielt wurde. Ne? Saxophon ist dabei, Piano. Genau, das heißt, man hat die Leute wirklich dahingesetzt und die haben live Musik gemacht. Richtig, und das waren halt alles Bands, das war, ne, klar, nicht so wie heute, wo vieles dann, ne, man kann vieles auch mit dem Computer heutzutage machen, gar keine Frage, aber damals, das waren halt alles ausgebildete Musiker, ne, und da gab es dann auch natürlich Kollaborationen, ne, von Jazzmusikern mit, die dann irgendwie mit Disco-Musikern, sag ich mal, ne, der sieht man ja oft, wenn man sich so die Lyrics, wenn man sich Platten anguckt, ne, dann steht auf der Rückseite, ach guck mal, der hat mit dem, das ist doch eigentlich ein Jazz-Drummer oder so, ne, dann hat der sich den geholt und ne, also irgendwie gehört das ja alles zusammen, finde ich. Also ja, gab es auch, so wie eben mit dem Brasilianischen, gab es halt auch natürlich dann Zusammenarbeiten, ne, dass dann Jazzmusiker ja mit Disco-Musiker zusammengearbeitet haben. Ne. Wo würdest du sagen, haben sich vielleicht diese Szenen gegenseitig auch befruchten können? Glaube ich schon. Also würde ich sagen, ja, aus meiner Sicht. Also es kommt, vielleicht kommt es auch wieder darauf an, wie nerdig man ist oder in was für einem Bereich. Kann natürlich sein, dass die dann sagen wieder, nee, Disco, das geht gar nicht, das ist mir zu cheesy. Wird gibt's ja, ja mal, schon. Es wird also, ja immer, ja, gibt ja Leute, die immer gerne diesen Begriff cheesy oder... Ja, ne? Genau, es gibt ja auch einige Stereotypen, die Disco gegenüber geäußert werden. Dann ist es vielleicht auch eine Frage, aus welchem Blickwinkel man eben sieht. Ne? Genau. Jazz gilt immer so, dass als kredibile... Das ist halt richtige Kunst und Disco, so Disco-Sax, so genau, im schlimmsten Fall. Genau. Oder ist mir vielleicht zu schlüpfrig oder so, ne, zu also einfach. Andersherum, zu wenn man aus der Disco-Perspektive guckt, ist natürlich kein Problem zu sagen, so, ey, geil, Herbie Hancock und so hat er mitgemacht. Andersherum vielleicht, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass auch einige Jazz-Leute sagen, die sagen so, oh, gibt, die sagen, naja, Disco möchte ich nicht so viel mit am Hut haben, habe ich vielleicht mal mitgemacht. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber reden. Kann sein, ich hoffe nicht, dass es so ist. Genau, aber deshalb, also aus meinem Blickwinkel würde ich sagen, es hat sich befruchtet. Also ich finde schon, ich finde das toll, diese Kollaboration, die dann vielleicht manchmal eben nicht, wo nie so tolle Musik entstanden wäre, ne? Wie eben das Beispiel mit Brasil, da gibt es ja noch andere Beispiele, ja, ne? So dann, wo dann zum Beispiel so ein Herbie Hancock mit Kimiko Kasai in Japan zusammengearbeitet hat, sich gegenseitig befruchtet haben. Ne? Hast oder du dafür auch zufällig ein Hörbeispiel? Habe ich auch. Ich guck mal gerade, ob ich da eine Platte mal eben so schnell finde. Also. Das ist doch hier. Da haben wir. Ich halte die mal hoch, einfach. Das ist einmal Kimiko Kasai, so eine japanische Jazzmusikerin. Dann haben wir sie hier, glaube ich, nochmal. Das ist auch ein sehr bekanntes. Ne? Da hat Herbie Hancock mitgewirkt. Steht hier hinten dann auch drauf. Und hier in dem zum Beispiel, ich kann da mal eins eben anspielen, da hat sie sich zum Beispiel von Bill Withers irgendwie improvisieren lassen. Ganz kurz das Anspiel. Das war zum Beispiel, wir sind 1975 in Japan. Also es gab da schon, würde ich mal sagen, dass sie sich bereichert haben, ne? Gegenseitig. Jazzmusik, ja, und klar. Ja, und eben auch nicht nur New York und Detroit und so, sondern natürlich auch richtig, woanders. Ja. Genau. So, das ist jetzt hier Kimiko Kasai in der... Natürlich sehr jazzig, ne? Aber wie schon gesagt, für mich ist das alles Disco. Und dann ein paar Jahre später, in den 80ern, wo wir wieder bei dem Thema Boogie sind,
auch aus Japan. Ganz kurzes Musikbeispiel. Nein, das ist die falsche Nummer. Das ist, dass der Track nicht angezeigt wird. Japan, Anfang der 80er. Exotic Yoko Gago. Hier wird jetzt auch in Japanisch gesungen. Also, ne, so viel zu dem Thema. Und von wegen auch nicht nur Jazz, sondern auch Jazz-Aspekt haben wir jetzt drüber geredet, auch international. Und wo das alles so reingeht. Ich zeige mal ganz kurz noch ein paar Cover. Ich spiele euch die nicht vor, ich weiß, wie viel Uhr wir schon haben. Natürlich auch Disco im arabischen Format hier. Beliebte Edit-Serie Disco Haman. Oder in der ehemaligen DDR. Oder auch in der christlichen Musik, christliche Disco-Musik. Auch ziemlich geil. Entschuldigung, dass ich dabei gelacht habe. Hier im Drum & Bass, eine Drum & Bass-Scheibe, das erscheinen viele Remix und Edits, wie hier auf Toytonic. Das ist ein Label aus Deutschland, was ja im Disco-Bereich und so weiter ziemlich angesagt ist, auch Deutsch, weltweit. Berlin, glaube ich. Ne? Berlin, ja. Genau. Und Afrika und House. Und da kannst du vielleicht noch was zu sagen, nur ein kurzes Musikbeispiel. Also es gibt ja dann noch den bekannten Fela Kuti. Ne? Ja, also haben wir noch so viel Zeit. Wenn ich weiß, wie spät ist das eigentlich? Ja, halb, genau halb. Dann, wenn du schnell droppst, dann kommt ich ganz. Ich erzähle immer dabei. Also auch in den Clubs auch heute ist Afro House ziemlich angesagt. Das wird auch gerne mal zusammengespielt mit ja auch mit Trap Parts und allen möglichen Kram. Das ist eine große Szene Afro House. Und das ist aber jetzt Fela Kuti ist schon früher. Oder ist das ein neuer Mix? Nee, also das ist Original, ich kann es mal kurz hochhalten, das ist Fela Kuti and Africa 70, also Afrika 70, mit dem Track Zombie, das ist von 75, glaube ich, nee, 77, von 77, gibt es auch eine Geschichte zu diesem Zombie, man sieht hier den Fela Kuti, der unten steht, der es nicht so einfach hatte, der auch unterdrückt wurde, ne? Und hier die Armee, hier sieht man ein bisschen die Helme. Und er wurde da irgendwie aus seinem kleinen Staat ja auch irgendwie verscheucht, den er sich da selbst aufgebaut hat. Und dieser Track, der gilt halt der Armee, die ihn da vertrieben hat. Und deshalb der Text Zombie. Er bezeichnet die als Zombie. Afrika 77. Sorry, ganz kurz, um noch den Bogen zu spannen, weil du gerade sagtest, wir sind ja hier im Jazzclub. Fela Kuti hat dann auch mit Roy Ayers zusammengearbeitet. Also nicht nur Markus Wall aus Brasilien hat dann mit Leon Ware gearbeitet, nein, Fela Kuti hat sich dann auch mal mit Roy Ayers zusammengesetzt. Oder Masters at Work und andere Leute mit Roy Ayers. Also richtig. Zig genau, und dann gab es halt auch eine schöne Nummer, nämlich 2000 Blacks, ne? Was dann wahrscheinlich auch nicht ohne Grund den Titel kommt jetzt hier was. Nee, ich hab's ausgemacht. Yes, of course. We're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be
knowledgeable. Like 2000 black, 2000 black. Noch eine Verbindung. 2000 and Black heißt auch das Label von Degu. Degu, einer der beiden Leute von 4Hero, ein bekanntes Drum and Bass Jungle-Projekt aus England, auch zwei schwarze Musiker, die das Label 2000 Black heißt auch nicht ohne Grund so. Wie dieser Song. Also es gibt so viele Querverbindungen. Ja, jetzt wird hier nochmal gekramt. Ganz schnell. Weil du eben gerade sagtest, 2000 Black, also das Degu, 4Hero, hat sich wohl auch nicht ohne Grund, Degu and the 2000 Black Family, ne, hat sich wohl auch davon beeinflussen lassen. Okay, letzter Song. Auch eben den Verweis auf die heutige Zeit vielleicht zu bringen. Das ist jetzt wirklich sehr aktuell. Und man hört, bin ich der Meinung, man hört aber Degu, der früher Trip-Hop, Drum and Bass gemacht hat, jetzt hier schon auch, das ist Disco. West London Jazz Posse zusammenarbeiten. Richtig, also wo wir wieder bei dem Thema Jazz sind. Es ist the Circle of Love. Gleich halte ich das Löwenbaby hoch. Aber lieber Sophie hat was. Noch ein paar Fragen. Ich wusste nicht, dass du ein Löwenbaby dabei hast. Habe ich immer dabei. So, okay. Bitte dich. Okay, cool, ja, warum nicht, ehrlich gesagt. Ich wäre offen dafür. Du meintest irgendwie mal was Aktuelles zu spielen. Wollte dich fragen, also lass uns doch mal im Hier und Jetzt ankommen, was ist Disco heute? Wie ist das für dich als Teil? Wie würdest du das einschätzen? Ja, es hat sich bestimmt ein bisschen was verändert, aber am Ende ist es irgendwie ähnlich, wie Steffen das vorhin sagte. Irgendwie hat man, am Anfang war es doch sehr viel Spaß in erster Linie. Aber mittlerweile, glaube ich, ist es für mich schon, hat sich das schon in diese Position hin entwickelt, dass man schon irgendwie einen Auftrag hat, dass man eine große Verantwortung hat, ne? Und ich stelle mich da nicht einfach nur hin, um jetzt irgendwie welche Musik runterzuspielen oder runterzuballern oder, ne? Sondern man setzt sich schon damit auseinander, überlegt sich genau, was man spielt, wann, wie, wo. Ja. Und also es wird schon sehr politisch, was genau. Am Anfang wirklich nur so eine Spaßnummer war. Ne? Man setzt sich da schon mit diesen ganzen Themen ein bisschen intensiver auseinander. Ne? Ja. Würdest du sagen, wenn du auflegst, ist es ein politischer Akt? Mal ja, mal nein. Aber im Grunde habe ich schon immer so den Anspruch an mich, dass ich irgendwie die Leute ein bisschen was von dieser guten Musik zeigen möchte. Ne? Und der eine oder andere nimmt das vielleicht auf, nimmt was für sich mit. Und das ist eigentlich ein schöner Moment. Mhm. Und der allerschönste Moment, was für mich wieder der Oberbegriff Disco beschreibt, ist, ne, wo wir jetzt wieder, wenn wir es global wieder sehen, wenn wirklich alle zusammen einfach in einem Raum sind und alle zusammen tanzen, egal wo sie herkommen, ob jetzt Brasilien, Afrika, ja. Ne, Japan, alle sind zusammen, alle tanzen, man spricht vielleicht nicht die Sprache, aber alle einigen sich auf diesen Sound und das finde ich dann am schönsten. Das sehe ich so als Auftrag, wenn ich am Ende irgendwie alle zusammenbringen kann in der Musik. Ja, und da sind wir wieder beim Safe Space, ne? Also vielleicht aus einer anderen Motivation heraus, aber man möchte irgendwie einen Raum schaffen, wo alle zusammen, egal was mit was für ein Background, wenn man jetzt in diesen Club kommt, aber wenn man da ist, dann ist man irgendwie zusammen und erlebt gemeinsam Musik und das ist voll schön. So. Eine schöne Zeit, richtig. Ja, ja, cool. Also das finde ich super. Disco an sich ist ja auch wieder en vogue, so wie Musik ja immer in, was weiß ich, 20 Jahre Schleifen wieder hochkommen. Eine Zeit lang war dann wieder Deep House und jetzt ist halt Disco auch wieder am Start, natürlich neben Techno und anderen Sachen. Aber es gibt die Disco Boys wieder, es gibt Disco-Remixe, es gibt Bruno Mars Disco-Nummern in den Charts. Remixe, aber sind wieder da, ist das Disco? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es
ist dieses ganze Ding halt wieder da. Es gibt auch wieder so Partys, so Disco-Partys, die kommerzieller sind. Es gibt zum Glück auch wieder coole Underground-Disco-Partys, auch hier in Dortmund oder in Essen und wo auch immer. Also es ist halt wieder ein Thema. Nicht nur hier als Ausstellung in Dortmund gewesen, sondern es ist ein Thema, oder? Wie siehst du das? Beobachtest du das auch? Oder ist das mein Ich würde auch sagen, dass das schon ein bisschen populärer geworden ist. Ne? Wo man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch mit der Nase gerümpft hat, wenn man eine Disco-Platte gespielt hat, dann wurde man schon noch ein bisschen schief. Da muss man vielleicht eher ein bisschen elektronische Musik spielen. Das war dann wohl eher gesehen. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, dass die Leute sich eher darauf einlassen. Ne? Ja, also auch wenn du das in Sets siehst von ganz bekannten DJs, ob es im Hausbereich ist, da gehört zum guten Ton ja auch mal einen Disco-Track zu spielen. Oder auch bei Techno-Leuten, selbst im Berghain, da wird dann irgendwie mal ein Disco-Track reingemischt. So. Das ist dann irgendwie cool. Ne? Disco ist wieder cool. Wer weiß, was als nächstes kommt. Hast du eine Prognose? Ich spiele alle nur noch Jazz. Ja, ist gut. Fine with me. Ja, eigentlich nur noch zwei Fragen übrig. Auch aufgrund der Zeit. Das eine ist die Frage, die du stellen wolltest, aber ich kann sie natürlich auch stellen. Ich weiß gerade gar nicht, welche du meintest. Was ist dein Lieblings-Disco-Track aller Zeiten? Oh, jetzt du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt ist der Zeitpunkt. Vor allem musst du auch schnell antworten, weil es tickt ja die Uhr. Stimmt. Oh, jetzt habt ihr mich echt auf du weißt, das erwischt. Ist immer, da bereitet man sich ein Leben lang darauf vor, dass einem diese Frage gestellt wird. Es gibt und jetzt ist der Zeitpunkt. Es gibt einfach so viel schöne Musik, dass ich mich gar nicht festlegen kann. Ah, das lasse ich nicht gelten. Vielleicht auch gar nicht möchte, weil dann würde ich den anderen ja gar nicht gerecht werden. Ja, schon klar. Komm, du musst dich jetzt entscheiden und es hängt jetzt alles davon ab. Ansonsten kommt die Zombie-Apokalypse, wenn du jetzt keinen Song nennst. Okay, ich sage jetzt einfach mal Loretta Holloway, Make It Last Forever. Das ist ein cooler Pick. Willst du uns das vorspielen? Hast du dabei? Kann ich gerne machen, als Abschied. Okay, und dann haben wir, genau. Ja. One last song. Weißt du, was dein Lieblings-Disco-Track ist? Mein Lieblings-Disco-Track ist von Marshall Jefferson, Move Your Body, ist eigentlich einer der ersten House-Songs, auch aus Chicago. Der relativ simple Lyrics hat, die aber alles sagen. Zum Beispiel House Music's Gonna Set You Free, Move Your Body. Es geht halt um den Körper, es geht um den Ort, es geht um die Befreiung von Identität. Der Ort der Transgression ist der Club. Und das singt Marshall Jefferson, ein schwarzer Sänger, auf der frühen Disco, früher Hausscheibe, sehr Disco beeinflusst, Move Your Body. Das würde ich auch noch als Disco durchgehen lassen, jetzt ganz spontan. Ansonsten finde ich auch noch geil, Let No Man Put Us Under. Ist auch noch einer meiner Favorites. Aber dann hätte ich ja zwei gesagt, das wäre ungerecht gegenüber. Ist super. Ich bin bei dir. Und ich habe mich auch vertan, also ein Fehler, es war nicht Loretta Holloway, es ist Josie Brown, die hier singt bei Inner Life. Auch eine tolle Stimme, großartig. Wenn sie denn kommt. Schöne letzte Platte im Set, oder? Spielst du häufig als letztes? Kann ich mir vorstellen.
Das ist eine ruhige Nummer. Ein ruhiges Zitat am Ende möchte ich noch gerne droppen von Nile Rodgers. Disco hat mehr für den Weltfrieden getan als jede andere Musikrichtung. Cooles Zitat. Chesney, what do you say to that? I agree. Super. Ja, das hört sich dann schon nach Schlussworten an. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Viel Frieden wünschen wir euch. Und vielen lieben Dank natürlich an Chesney. Danke euch. Ja, war schön. Danke euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war erträglich. Schön. Dankeschön. Ja, und wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf noch eine weitere Runde von unserer Reihe Talking Music, dann kommt doch gerne am 22. Dezember wieder. Wir hoffen, dass das alles klappen wird mit Corona-Regelung und so. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, beziehungsweise könnt ihr das ja bestimmt auch nachlesen auf der Homepage vom Domizil und Social Media und so. Da kommt nämlich Hans Nieswand extra aus Südkorea. Yeah. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Es geht um elektronische Musik und Jazz und wir freuen uns, wenn ihr wieder kommt und Leute mitbringt. Okay, vielen Dank. Tschüss.